Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule, die Rebel Challenge gerade in der Woche 50 läuft. Und wir sind unterwegs mit Prime vom Clan Kuhn, fährt im Zug mit Ick vom Clan Kuhn. Servus Icke, servus Prime. Beide unterwegs im Objekt 140, dem OP Medium der Russen. Eine richtig böse, geile Sau, wenn ich mal so sagen möchte. Wir haben 100 Millimeter Kauf, 320 Schaden bei der 264 Durchschlag auf Standard, 330 Durchschlag bei 320 Schaden auf Hochladungsgeschossen und auf Premium geht es 420er Schellen mit 50 Durchschlag. Etwas unüblich, wir fahren nicht mit Rationen, sondern mit einem Feuerlöschsystem, mit einem kleinen Repair-Kit und mit einer kleinen Pflasterkiste. Ansonsten, wenn du das Video siehst, bitte wie immer einmal kurz reinschreiben, was du drin verbaut hast, wie deine Crew geskillt ist. Würde mich auch interessieren, wie viele Gefechte du inzwischen auf dem Fahrzeug hast. Ich habe mir den vor kurzem erst zugelegt, habe jetzt glaube ich 30 Gefechte drauf. Bin mit dem hochgradig zufrieden, ist eine grandiose Maschine, die sehr viel Spaß macht. Ich habe bisher noch eine sehr schlechte Crew drauf, weil ich den T54 Modell 1 aktuell erst ein paar Gefechte habe. Und der zum Crew-Skillen einfach mal ein bisschen besser geeignet ist. Also, wenn du das Video siehst, einmal kurz reinschreiben, was du an Daten drumherum hast. Das würde uns wahrscheinlich interessieren. So, wir werden als erstes, oder beziehungsweise wir sind in einem Zetergefecht mit 8er 9 Unterstützung auf Stutsjanki. Und wir sind unten auf die HJK-Linie gefahren, aber wir waren alleine. Und selbst wenn wir als 10er und als 10er Zug da unten alleine sind, macht das keinen Sinn, sich da unten abschlachten zu lassen. Stattdessen fahren wir hier wieder nach oben, oben auf die ABCDE-Linie und lassen den WZ-120 und den T54 Model 1 da unten alleine. So, T10 hat es bereits geschafft, über die Brücke zu kommen, steht jetzt auf unserer Seite sozusagen. Viel mehr als aus der zweiten Reihe unterstützen kannst du hier vergessen. Das bringt nichts. Und wir brauchen eine T54 Modell 1 davon, um aufzuklären. Denn der Aufklärer, den wir hier vorne haben, was ist das für einer? Ein. Die Badger 12 Tonnen schießt tatsächlich hinten aus der zweiten Reihe. Da rechts steht sie. Hält nichts davon, nach vorne zu fahren, irgendwie aufzuklären, denn da war ein T49. Okay, da haben wir einen Patriot T26E5. Da kommen wir durch. Jawohl. Ey, schöner Treffer, sehr schön. Den müssen wir unbedingt rausbekommen. Der ist gefährlich. Und auch der T49 ist gefährlich. Der ging leider daneben. Typisch russisch. Wird gern mal getrollt. Das war klar. So, 3-0. Ganz schlechter Start. So fängt keiner gern an. Da haben wir den T10. Prallen wir ab, der war zu hoch. Nee, da war der Turm noch fast gerade. Bringt nichts. Da kommen wir nicht durch. Nee, brauchst nicht probieren. Hoppala, in Brand geschossen. Da brauchen wir das Feuerlöschsystem. Objekt 705 weiß genau, wo er da hinschießen muss. Das sieht nicht so gut aus, Leute. Selbst wenn wir jetzt auf 1:3 umgestellt haben, der T10 da hinten ist ein Problem. Der 705er ist leider auch ein Problem und wir kriegen den gerade nicht mehr auf. Untere Wanne, da zeigt uns da ein bisschen zu viel. Deswegen geht es da schnurstracks in die Panzerung direkt rein. 321 Schaden am Objekt 705. Gleich den nächsten hinterher. Und wenn es geht, gleich noch ein. Obwohl hier unten nicht Druck gemacht wird durch den Gegner, wird da oben von uns kein Gegendruck erzeugt. Ne. Der Turm vom Patriot ebenfalls sehr schwer zu überwinden. Selbst für Bremen hätten wir da jetzt ganz wenig Chancen. Der Gegner hat sich hier unten nicht fett gesetzt. Auf der 8er, 9er, 0er Linie versuchen das zu verteidigen. Badger 12 Tonnen tut endlich mal ihren Job und fährt nach vorn. Nimmt den Patriot direkt raus. Dürfte jetzt allerdings freiwillig sein.
T10 und T49 beide One-Shot für alle auf dem Feld, inklusive der Bedjet. Die hat noch 540 HP. Es reicht, um sie einen Schuss einzufangen vom T28 Prot, vom Pershing, vom T10. Komischerweise vom Light nicht. So. Das war nix. T49 rollt immer noch dahin. Ja, kann man machen. Kann man machen. Da wird keiner verurteilt. So. Typisches Verteidigungsgefecht. Wir versuchen aus der zweiten Reihe heraus auf den Gegner zu schießen. Da kommen wir nicht durch. Holla die Waldfee. Ziehen die Gegner vom anderen Seite über langsam den Sack zu. Das ist nicht so schön. T95 ist da auf sich gestellt. Kein Problem, wenn er nur frontal angegriffen wird. Aber es gibt im Gegnerteam auch noch eine Artillerie. Verfahrene Situation. Zugkollege noch mit Full Life. Ecke hat es bisher. Okay. Also Inke hat es bisher geschafft, sich da mehr oder weniger rauszuhalten und am Leben zu bleiben. Ist besonders gut, wenn man dann zum Ende hin versucht, irgendwelche Fahrzeuge rauszunehmen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier einen Scout. Das wäre mal wichtig. Die Badge 12 Tonnen hat sich in die ABC-Linie verloren, mehr oder weniger. Und nimmt dort zusammen mit dem 50 TP den Objekt 430 aus. Was ich gut finde. Noob-Team wird angedeutet, okay. Ja, was sollen sie machen? War auf jeden Fall richtig, da den Drive auf H, J und K auf jeden Fall abzubrechen. Denn das wäre mit Sicherheit in die Hose gegangen. Objekt 140, grandioser Panzer, allerdings nicht unsterblich, man hat es gesehen. Man sollte die Fahrzeuge schon nach ihren Möglichkeiten spielen. Und nicht nach seinen Wünschen. Genauso sieht's aus. Da ist der Leid raus. Icke mit dem ersten Kill. Wir sind bei 1619 Schaden. Und im Gegnerteam noch zwei Zehner am Leben. Bei uns noch alle drei. Ja, Icke muss nach vorne fahren. Der hat mehr HP. Was haben wir denn noch an schweren Kanonen da drüben? Objekt 261, ein Stritzwagen 103. Oh je, da ist der T28 Brot. Kriegt direkt einen eingeschenkt. 332 Schaden am T28 Brot. Gleich mal einen hinterher. Weil es so schön war. Warten, bis wir zu sind. Schön, wenn man mit Zug fährt, kann man sich so schön absprechen. Da ist der Pershing. Da ist er schon wieder weg. Er ist noch full life. Und wir haben niemanden, der oben außer Flanke feuern kann. Direkter Treffer am Pershing. Wir sind aufgegangen. Ich würde mich zurückziehen, genau. Glück gehabt, dass die 730 PM da nicht getroffen hat. Beziehungsweise, dass der Schuss in die Panzerung ging. Das war ein enges Ding. Wir sind bei 2262 Schaden, 760 Schaden geblockt. Aktuell noch kein Schaden aufgeklärt. Es steht 9 zu 11. Schlimmste, was der Gegner jetzt machen könnte, ist blind hier reinrommeln und versuchen, uns alle rauszunehmen. Würden sie vielleicht sogar machen. Aber mit zwei Objekten 140 in der Hinterhand ist denn das wahrscheinlich zu gefährlich. Vor allem, wenn man selber nur noch einen richtigen Zehner hat. Plus die 10 Artillerie natürlich. So, die Artillerie da hinten auf A0 gilt es jetzt, glaube ich, eher zu verteidigen. Was haben wir noch? Ein TD. Stufe 9. Ah, ein T95. Okay. Viel blicken lassen nach der T95 fand ich allerdings auch nicht mehr. Denn der ist mit 285 HP. Relativ am Ende. Also der eine oder andere will jetzt mit Sicherheit das Spiel versuchen hier wegzuschmeißen und so schnell wie möglich durchzurommeln. Macht natürlich keinen Sinn.
Stattdessen wird besinnlich bis zum Ende gespielt. Gegner ist auf jeden Fall ein Vorteil. Das ist schon mal fix. Jetzt kommt es halt drauf an. Kann er das ohne Jona spielen oder kann er es nicht? Ist übrigens nicht das erste Replay von Prime. Wäre auch nicht das erste Replay von Icke, wenn ich das von Icke bekommen hätte. Wenn ihr mir ebenfalls ein Replay einschicken wollt, bitte bei WOT Replays hochladen. Mir dann den Link direkt zuschicken. Ihr findet die Beschreibung, wie ihr mir den Link zukommen lasst, in der Videobeschreibung bzw. auf meinem Kanal. Und zu gewinnen gibt es jede Woche Gold im Wert von... Okay, das war der nächste Kill. Allerdings nicht für uns, sondern hat er T95 gemacht und hat sich damit aufgemacht. Direkt in die Kette. War das geplant? Ich kann es nicht sagen. Ah! Brot schießt auf uns. Wir müssen uns bewegen. Ich würde es fast im Handstreich versuchen, das Objekt 140 rauszunehmen. Denn ich glaube, das ist da hinten alleine auf Angriff gefahren. Genau, das macht er auch. Icke fährt direkt nach vorn. Also, bei WOT Replays hochladen, mir den Link schicken und dann gibt es jede Woche Gold im Wert von 140 Euro zu gewinnen, von 10 Euro zu gewinnen. Das sind ungefähr 2114 Gold. So. Icke nimmt das Objekt 140 raus. Bedeutet zweiter Kill für unser Team, zweiter Kill für ihn. Und wir sind bei 2901 Schaden. T95 wird abgestellt in Richtung Nuller Linie herunter abzusichern, wenn ich das richtig sehe. Und der liebe Prime und Icke fahren über die A-Linie hinten in den gegnerischen Bereich. Das Spiel zieht sich jetzt ein bisschen. Aber wenn wir hier den Sieg noch holen wollen, dann müssen wir leider ein bisschen was machen. Objekt 261 hat dann T95 rausgenommen. Der war doch zu weit vorn. Da ist die Su. 130 PM. One-Shot für uns. Ja, komm. Nee, das war jetzt ein Witz, oder? Also so ein Dinger haut er normalerweise nicht daneben. Ja, das unterschreibe ich. Holt sich halt die Artillerie, ne? Badget Arty, sehr fein. Ist im Reload, muss ich jetzt bewegen. Und das ist komischerweise etwas, was die Artilleries am besten können, die französischen. Die haben nicht den größten Alpha-Schaden, aber die haben einfach mal eine bombenmäßige Bewegung. So, Objekt 261 da hinten ist jetzt als nächstes fällig. Jawohl, rausgenommen. Dein erster Kill, 2901 Schaden, haben wir jetzt offiziell. Treffer. Untere Wanne, komm, gib ihm. Tschüssikowski. Sehr schön. 3447 Schaden. Ausgeteilt 790 Schaden geblockt. Wir haben noch 142 Strukturpunkte. Und nun ist die Frage, gehen wir den Pershing direkt an oder verstellen wir uns ins Gap? Würde beides möglich sein. Tarnwert und Sichtweite dem Pershing um Längen überlegen. Der ist nur Stufe 8, der hat jetzt im Grunde keine Chance mehr, irgendetwas zu reisen. Also wirklich ideal gefahren. Auch wenn er gerade eben noch Full Life war, mehr oder weniger, hat sich das gleich ausgepershingt. Bringt da noch den einen oder anderen hübschen Schuss an, nützt ihm aber nichts. Oh, das war knapp. 187 zum Schluss. US-amerikanische Polizeicode für Tod aufgrund unnatürlicher Ursache. 187 hat genau gepasst. Sehr schön. So. Recht langes Gefecht, aber hat sich gelohnt, da bis zum Ende durchzuziehen. 4249 Schaden ausgeteilt. Es gibt dafür nur einen Dreier.
Aber ich habe das Spiel noch rumgerissen, deswegen hat es das am Ende doch zu mir in die Replay-Challenge geschafft. 767 Base XP, es soll natürlich nur reichen für einen Dreier, das ist klar. Wir haben 63.000 eingenommen, geben 28.000 für Munition aus, 22.000 zum Reparieren, bleiben 53.000 netto übrig. 26 Schüsse abgefeuert, 20 haben getroffen, 15 haben durchschlagen. Und wir haben jede Menge Schaden, nämlich 3.799 über 300 Meter gemacht. Das ist enorm. Und vielen Dank fürs Einsenden. Ihr wisst Bescheid, Leute, falls es euch gefallen hat, draufklicken, Like da lassen, Abo für meinen Kanal natürlich. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.